Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 44 von The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Heute am Donnerstag. Random? Random? Really random? Why the fuck not? Was soll schon schief gehen? Ach ja, da war ja was. Gut, wir starten also als Kane. Und stellen fest, dass wie immer der Sound zu laut ist. Jo, die Kurzfassung: Kane, mehr Damage, weniger Leben, Luckfoot oder Luckyfoot. Eigentlich mein Lieblingscharakter, abgesehen von Isaac. Jo, dann machen wir mal schnell Tabula Rasa. Und natürlich dann noch das andere Standard-Blabla, wie immer. Also, Zitat anfangen. Wie immer, komplett frische Sitzung von The Binding of Isaac, also keine Initialchance auf Deals jeglicher Art, keine Deals mit dem Teufel, keine Gottesgeschenke, etc. pp. Wir bekommen Lemon Mishap, sorgt nur dafür, dass wir uns in die Hose machen. Luckyfoot auf der anderen Seite sorgt dafür, dass wir nicht verlieren können bei Fortune Tellern, also wir können keine Fortunes bekommen, verlieren an und für sich, also dass wir gar nichts kriegen, kann trotzdem noch passieren. Außerdem haben wir eine doppelt so hohe Gewinnchance beim Skull Game, also bei dem komischen Hütchenspiel mit diesem hässlichen, blöden Arschloch, der uns sonst immer verlieren lässt. Und beim einarmigen Banditen. Jo, noch was? Wir sollten hier mal effektiv unsere eine Bombe verwenden. Nachdem ich eine Bombe platziert habe, verlasse ich den Raum, damit sich der Sprengradius erhöht. So, noch irgendwas Standard-Blabla-mäßiges? Fällt mir jetzt nichts ein, um ehrlich zu sein. Ja. Ploink. Wie? Ach ja, noch was. Wie immer, denkt auch dran, schön alle Häufchen zerstören. Denn ihr wisst nie, was ihr drinnen finden könnt. Wie Münzen, Herzen, Schlüssel, Bomben, Sinn des Lebens. Und wir finden hier schon direkt mal unseren ersten Miniboss. Oh. Gluttony ignoriert natürlich unsere schöne, coole, gelbe Lache. Ah, Mist, genau reingelaufen. Okay, schade. Ich hatte gehofft, dass wir von Gluttony das Item Lard bekommen. Also Speed Down. Im Vergleich zu Isaac sind wir nämlich schneller. Und ein Health Up, und zwar zwei ganze Herzen. Und unser erster Boss ist Monstro. Hallo Monstro. Und das ist grauer Monstro. Heißt das grauer Monstro? Ich glaube, grauer Monstro ist der, der nicht ganz hoch springen kann. Aber ich mag mich auch täuschen. Also ich mag nicht, aber es kann sein, dass ich es tue. Joink. Joink. Wie immer ein Fall für die Viertelkreis-Ausweichmethode. Und gleich wäre das Ganze dann auch schon wieder beendet. Bei Monstro, wir bekommen mal wieder Squeezy. Tiersap und zwei Spiritherzen. Und wir sehen aus wie so ein komisches Squeezy. Joink. So, noch irgendwas? Wir könnten noch schnell nach dem Secret Room peilen. Der rein tendenziell RIP hier wäre. Aber wie immer, alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Außer der hier anscheinend. Und wir bekommen 3 Cent, das Äquivalent einer Bombe im Shop. Und ein rotes Herz. Und wir sind dann soweit fertig. Richtig? Ich sehe zwei Locations für den Top Secret Room. Eine davon wäre hier. Dann stopfen wir mal schnell den Demon Judgment. Oh, ich habe mich vertan. Wir hatten ja einen Demon Judgment. Unsere roten Herzen in den Hals. Joker! Hier mit dem Teufel. Instant Guppy. Oder fast Instant Guppy. Why the fuck not? Let's do this. Bleiben wir bei Guppys Paw.
Und wir verwenden dann eigentlich am besten gleich mal noch Magicians und Homing Tears für einen Raum. Hey, Spirit of the Night. Nee, Hall of Babylon, Verzeihung. So viel dazu. Okay, die Kurzfassung ist, Dead Cat gibt uns 9 Leben, das heißt, wenn wir 8-mal sterben, werden wir 8-mal wiederbelebt, beim 9. Mal ist Feierabend. Wenn wir respawnen, respawnen wir mit einem roten Herz, glaube ich. Gabby's Paw erlaubt es uns, ein rotes Herz in 3 Spirit Hearts umzuwandeln. Horror of Babylon verwandelt uns in die Höhle von Babylon, wenn wir unter einem halben roten Herz sind, so wie jetzt. Jetzt sind wir gerade auf 0 roten Herzen. Und wir konzentrieren uns jetzt eigentlich nur noch aufs Überleben. Ja, und, ach ja, Horror of Babylon. Damage Upgrade. Massives Damage Upgrade. Faith, also Rosary, gibt uns Spirit Herzen und sorgt dafür, dass die Bibel 7-mal im Shop-Pool ist. Ja, jetzt läuft das Ganze ja doch auf einmal recht rasant. Also, gehen wir mal noch schnell hier runter. Wir haben eine Arcade Houston. Interesting. Na, peilen wir erstmal, was in der Truhe ist. Danach schauen wir weiter. Ich hoffe ja auf Kleingeld. Oh, und eine Bombe wahlweise auch. Gerne. Dann machen wir doch mal ein bisschen Glücksspiel. Hey, 2 Cent. Hey, nichts. Machen wir es nochmal. Nope. Okay. Dann spielen wir hier mal schnell einmal. Lang in die Luft. Ich will nämlich das Kleingeld für Judgment. Und wahlweise den Shop, wie es aussieht. Na, wir werden sehen, was uns erwartet. Wir kämpfen hier gegen 2 Doppelfliegen, respektive 4 Fliegen. Und einen Hopper. Hüpfer zu Deutsch, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Schnell die Häufchen entledigt. Shop ist, was für eine Überraschung, die Bibel. Und dann machen wir uns auch schon wieder unseres Weges. Wir haben 4 Walker und eine Fliege. Respektive 3 Walker, 2 Walker, 1 Walker, kein Walker. Und unsere erste Pille. Luckfoot, Pillen können nicht schlecht sein, nur gut oder neutral. Bombs Archie würde ich jetzt eher als neutral empfinden. Oh, dann gib uns doch mal irgendwas Schönes. Schub de Wub ist nicht unbedingt was Schönes. I'm a firing my laser. Ja. Oh, Guppies Paw. Vielleicht werden wir mal wieder zu Guppy. Hatten wir ja schon eine Weile nicht mehr. Secret Room tendenziell. Yep. Kleingeld? Besser als Kleingeld. Denkt dran, wir können nicht verlieren. Wir sollten nur besser nicht den Tick aufheben. Peilen wir mal. Das eine ist Judgment. Cool. Das andere ist Joker. Schon wieder. Flat Penny. Na komm, gib uns irgendwas Cooles. Sei mal nicht so. Halbes rotes Herz ist nichts Cooles. Bible. Erst recht nichts Cooles. Mit Bible allerdings kann man Mom in einem Treffer benutzen, killen. Noch eine Tarotkarte. Wir nehmen mal eben den Flat Penny. Emperor teleportiert uns in den Boss Room. Pushpin sorgt sporadisch dafür, dass wir Spectral Tears haben. Cancer! Yay! Wir haben Krebs. Cancer sorgt eigentlich nur dafür, dass wir fast maximale Feuerrate haben. Burnt Penny. Bei jedem Cent haben wir eine Chance, auch eine Bombe aufzuheben. Mom's Pearl. Noch eine Tarotkarte. Ja, versuchen wir es mal. Two of Clubs verdoppelt unsere Bomben. Jetzt haben wir 2. Oh, whoop. Na, hauen wir mal die letzten 7 Cent auch noch rein. Spirit Herzen. 1 Spirit Herz. Curse Skull. Goathoof, erst recht, Drift Horn. Okay, noch mehr Damage ab. Nope.
Yep, das wollte ich haben. Noch eine Tarotkarte. Kriege ich die? Kriege ich Death. Schaden für alles im Raum. Hm. Missing Page. Spirit Hearts. Hey. Wusch. Nehmen wir erstmal zwei Bomben und unser Spirit Hearts. Und wir nehmen noch den Joker mit. Hey, Joker, habe ich gesagt. Und Top Secret Room 1, 2, 3 Locations. Testen wir mal die wahrscheinlichste. Oder für mich zumindest offensichtlichste. Okay, dann Boss. Hallo Larry Junior. Was geht, Alter? Long time no see. So, einmal. Und zweimal. Hey! Spirit Hearts, HP Upgrade. Und Deal. Jetzt sind wir bei negativ 2 Herzen, glaube ich. Irgendwie sowas. Pact gibt uns, also kostet 2 rote Herzen, gibt uns 2 Spirit Herzen. Wir haben schon wieder ein Judgment. Cool. Und Pact ist im Endeffekt eigentlich nur ein banales Damage Upgrade. Okay, Road Rage, Speed und Range. Können wir gebrauchen, ehrlich gesagt. Aufgrund von Dead Cat, / 9 Lives, mache ich mir auch keine Sorgen, dass wir in diesem Raum sterben könnten. Denn sollte das passieren, können wir danach direkt wieder Guppy's Paw verwenden, um alles, was wir haben, wieder umzuwandeln in Spirit-Herzen. Win-Win-Situation. So, und das letzte Turret bitte. Dankeschön. Tarot-Karte ist Strength. So, haben wir jetzt einfach nur mal verwendet. Mann, wir sind groß. Und sehen irgendwie eklig aus. Naja, habe ich jetzt im Endeffekt nur verwendet, damit wir aus dem negativen Herz-Counter wieder rauskommen. Denn Strength gibt uns für einen Raum Chemical Peel. Also Strength gibt uns für einen Raum einen roten Herzcontainer. Und der wird uns nach dem Verlassen des Raums wieder abgezogen. Oh, wie ihr seht, habe ich jetzt nur noch ein Spirit Hearts. Ich bin mir relativ sicher, dass das nur dadurch kommt, dass wir den Raum verlassen haben. Machen wir doch direkt 5 Bomben. Perfekt. Dass wir den Raum verlassen haben, während noch dieses... Nein, so darf es nicht enden. Ha. Dass wir den Raum verlassen haben, während noch Strength aktiv war, aber ich glaube... Fail. Das macht soweit nichts, denn... Joink. Safety Cap? Nope. Ich weiß nicht mal, was das Ding wirklich macht. Na komm. Und die letzte. Hervorragend. Rotes Herz, können wir nichts damit anfangen. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ist aber wurscht. Und die letzte Spinne. Gehen wir in den Shop? Nee. Aber wir checken mal im Secret Room. Secret Room. Hm. Schlüssel und eine Bombe. Okay. Ich hoffe ja wirklich immer noch auf Kleingeld. Ich würde... Ultra Pride. Die Ingame-Variante von Florian Himsel und Edmund Macmillan, den Machern von The Binding of Isaac. Die sind wirklich, wirklich, wirklich eklig. Und davon bekommen wir die Left Hand. Na komm, kratz ab. Komm schon, ich weiß doch, dass du es willst. Hey! Left Hand! Left Horn.
Mehr rote Truhen. Na. Wäre zwar cool, aber na. Und wir kämpfen gegen Blight Ogrum. Also die schwierige Variante. Semi. Von Gemini. Whoop. Fail. Habe ich jetzt trotzdem gewonnen? Cool, so kann man natürlich auch farmen. Whoop. Whoop. Range Upgrade. Yoink. Joker. Yoink. The Nail. Meh. Nö. Ich hatte ja eher auf Guppy's Tail gehofft. Aber das bringt mich zu der Entscheidung. Gut, wir nehmen dann doch die Left Hand mit. Erhöht die Chance auf rote Truhen und die einzigen Items, die rote Truhen droppen können, sind Guppy-Items. Yoink. Abwärts. Instant Shop. Ausweichen, Fliege, Bombe und Boss Trap Room. Jesus Juice, let's do it. Range und Tears Upgrade und ein Damage Upgrade. Also was den Damage angeht, können wir uns wirklich nicht beschweren ausnahmsweise. Jetzt fehlt noch Polyphemus und dann werden wir unstoppable. Larry Junior. Was kommt dann? Peep oder Chat? Nichts. Ah, stimmt, wir sind erst auf KFs 2. Okay. Vier Gischs. Drei Gischs. Zwei Gischs. Ein Gisch. Kein Gisch. Und ein Cent. Und wir peilen mal nach rechts. Hier ist auf jeden Fall schon mal noch mehr Kleingeld. Yoink. Yoink. Und yoink. Jetzt finden wir hier rechts eine rote Truhe. Ja, mei. Überraschung. Und ein Tinted Rock. Hey, cool. Also, einmal so, einmal so. Zwei Pillen und ein Spirit Herz. Und eine Zauber auf dem Dach. Eine uns unbekannte Pille. Half up! Hey, noch drei Spirit Herzen. Bombsar Key, geben wir uns auf. Ein unerreichbarer Cent. Jedenfalls ein für den Moment unerreichbares Cent. Man weiß ja nicht, ob wir im Verlauf des Floors noch die Fähigkeit bekommen zu fliegen. Oder noch eine rote Truhe mit zwei Spinnen. Hm. Really not impressed. Yep, das lief nicht ganz wie geplant. Aber dennoch besser als gedacht. Was bist du? Unbekannt. Du bist Telepills. Na gut, laufen wir mal wieder zurück. Yoink, yoink, hier runter, sorry. Und hier nach rechts und hier hoch und hier rechts. Und da ist wieder unsere Bombsar Key Pille. Was gibt's hier unten? Nochmal genau denselben Raum. Jupp die fucking du. Noch einen Cent. Das heißt, wir könnten uns fast den Shop leisten. Clotties, 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 yep. Und ein grüner Larry Junior. Ja, was kriegen wir von dir, Feines? Ein halbes rotes Herz. Truhe? Yay! Guppy! Guppy's Head. Oh, sehr cool. Das heißt, wir können fliegen. Als hätte ich's geahnt. Ich habe doch gesagt, ein vorerst unerreichbarer Cent. Und allein aus Prinzip. Wirklich allein aus Prinzip. Mal kurz zurückfliegen. Ich hab's doch gesagt. Fehlt uns noch einer. Oh, und wir hatten ja auch noch gar nicht unseren Itemroom besucht. Schön. Bam. Bam, Bloody Penny. Ich sollte nicht so nah an das TNT-Fass ranfliegen, wenn ich versuche, es zum Explodieren zu bringen.
PhD. Okay. Heißt, wir können jetzt noch weniger negative Pillen haben und weniger als 0 ist immer noch 0. Whoop. Telepills? Nope. Behalt mal lieber meine Bombsar-Key-Pille. Aber zurück zu Guppy. Als Guppy können wir offensichtlich fliegen und wir sehen auch offensichtlich aus wie eine Katze. Whoops. Der Secret Room ist dann doch da ganz links. Und ich meine wirklich ganz links. Außerdem verursachen wir mehr Damage und wir spawnen, wenn wir treffen oder getroffen werden, Kamikazes fliegen, die das doppelt unsere Space Damage verursachen. Heißt also, ihr könnt jetzt zuschauen, wie er hier anfängt, gleich zu schmelzen. Yep. Dieses Item werde ich nicht mitnehmen. Nehme ich Guppy's Tail? Ich denke nicht, nein. Naja, gut. Und wir gehen abwärts. Joink, Speedrun Strats, Champion. Drei Hirne. Korrigiere, ein Hirn und keine Fliegen. Leech. Bombenfliegen. Und da wäre auch schon unser Boss. Schauen wir mal rein. Hallo Monstro Version 2. Upp, fail. Upp, Doppelfail. Macht nichts. Die Sache ist gleich erledigt. Yep. Stem Cells. HP Upgrade. Tears Upgrade. Oder Shot Speed Upgrade. Je nachdem. Okay. The Mark. Noch mehr Damage. Und jetzt schauen wir mal noch, wo es unser letztes Item gibt. Oder unser jetziges Item für den Floor. Das letzte Item für den Floor, meinte ich so. Gucken wir doch mal hier links. Ja. Da geht er. Und was gibt's hier? Fliegen und Turn. Das übliche. Und ein Tinted Drop. Boom. Ein Schlüssel. Noch ein Tinted Rock. Fistschiller war relativ schnell Geschichte. Wow, Fail. Spirit Hearts. So. Und Curse Room, warum nicht? Rote Truhe, große Trollbombe, flüchten wir wieder. Shop. Mom's Coin Purse. Könnte sich lohnen. Gibt's hier? Bombs are Key. Unbekannt. Müsste sich aber gleich identifizieren durch unseren PhD. Warten. Warten. Speed Upgrade. Keine Chance. Tears Upgrade. Schon eher. Na, wir lassen die Bombe da liegen. Ich hatte überlegt, die Bombe zu kaufen, aber... Meh, nee. Bombenfliegen, Fistschiller. Oh. Rote Laserfliegenfliege. Whoop. Noch zwei Pillen. Health up. Secret Room ist Kleingeld. Weg damit. Nichts sonst Interessantes. Und das war dann auch der Raum. Also aufwärts. Wir haben jetzt schon drei Bombsar Key Pillen gefunden. Das ist ein bisschen... Hier haben wir noch ein paar Leaper, die allerdings nicht lange überleben sollten. Und eine uns unbekannte Pille. Was machst du, Feines? Luck up! Hier. Vielleicht finden wir Tough Love. Wer weiß, wer weiß.
Na. Trollbombe, uninteressant. 5 Hirne. Die uns keinerlei Bedrohung mehr darstellen. Schlüssel. Und da ist auch unser Item Room. Und unser Item Room ist Best Friend. Nope, Best Friend lässt uns eigentlich nur ein Double von uns herniederlegen. Und das wird dann angegriffen. Allerdings hat das einen kleinen Nachteil, nämlich, dass wenn es zerstampft wird von beispielsweise der die Longlegs oder von einem Blutlaser getroffen wird, wie beispielsweise von diesen komischen Viechern, die so Blutlaser rausschießen, ich kann sie jetzt gerade nicht näher beschreiben, dann sterben wir instant, auch wenn das Teil getroffen wird. Und das ist dann doch nicht so ganz im Sinne des Erfinders. So. Noch eine Bombe. Was finden wir hier? Hervorragend, noch ein Cent. Gehen wir in die Arcade rein. Hey, sowas hatte ich gehofft. The Tick. Hey, Mistding. Liberty Cap. Blueberry Soul. Polaroid. Polaroid wäre jetzt ehrlich gesagt gut. Keine Spirit Herzen. Nicht eins. Okay, wir ziehen uns jetzt sehr, sehr fail. Versuchen wir das nochmal. Schnell raus. Schnell rein. Funktioniert leider nicht ganz so wie gewünscht. Krieg ich was? Hey, 2 Cent. Cool. Dann würde ich sagen, in unserer momentanen Situation ist es eigentlich... Ah, es ist wurscht. Mob Trap Room. Poison Touch, schrägstrich The Virus. Gut. Die Viecher meinte ich. Das sind Blutlaser, die hier rausfallen. Jetzt haben wir hier noch ein paar Leaper. Beziehungsweise Hatten und ein paar Globins. Kein Problem. Noch 2 Bomben. Und wir machen uns weiter unseres Weges. Wir sind hier. Noch ein Totschlag. Noch so ein Vieh mit Blutlaser. Das ist ein Blutlaser. Das ist ein Schlüssel und das ist unser Item und das ist Speedball. Growth Hormone, Speed und Damage. Ja. Wir sind so ein bisschen OP, aber nur so ein bisschen. Das Einzige, wo es momentan so ein bisschen hagelt, ist HP-technisch, aber das lässt sich ignorieren. Ich trinke mal schnell einen Schluck. Fuck! Sorry, ich habe festgestellt, der Knopf zum Muten meines Mikrofons ist derselbe wie der, um eine Bombe zu platzieren. Und ja, das funktionierte dann gerade nicht ganz so wie gewollt. Aber wir können ja dennoch so ein bisschen rumtricksen. Was gibt's hier? 2 Spinnen, Mill. Also was soll's, wir sind ja sowieso so ein bisschen unsterblich gerade. Siehe unsere Fliegenarmee. Und dann einmal hier rüber und einmal hier runter und einmal da durch. Rote Truhe. Spiritherzen. Whee! Ich muss jetzt gerade an diesen Song denken. Staying Alive. Ich erspare euch die Pein und fange nicht an, es zu singen. Keine Sorge. Wobei, ich muss auch so ein bisschen an Portal denken. An das Ending, an den Song. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. Da ist dann auch unser Shop für den Floor. Wir können ja mal schnell reinschneiden. Gucken wir mal. Ladder, Key, Pille. Oder um es zu übersetzen. Mäh, mäh und mäh. Also. Auf und davon.
Boss, Boss, Baby. Was wir natürlich auch noch tun könnten, wäre mal schnell einmal und noch einmal. Hätte ja klappen können. Schauen wir mal, vielleicht gewinnen wir ja Skatol. Wir gewinnen auf jeden Fall rote Herzen. Und Bomben. Und wir gewinnen mal nicht. Hey, hey. Und schon wieder nichts. Ja, ich würde sagen, wir spielen maximal bis 25 Cent. Vielleicht 20, je nachdem, wie ich mich entscheide. Schon wieder Bomben. Komm schon, gib mir Skatol. Ich will Skatol. Scheiß mir auf den Kopf und gib mir Tiernamen. Kein Kommentar. Da gibt's so einen kleinen Insider mit einer Freundin von mir. Da geht der Spruch aber eigentlich, schlag mich und gib mir Tiernamen. Naja, ist wurscht, wenn sie das hier sehen sollte, weiß sie, was gemeint ist. Naja. Noch mehr rote Herzen. Na los, gib mir Skatol. Oder Schlüssel. Schlüssel sind auch okay. Hey, Schlüssel. Nein. Nope. Noch mehr Schlüssel. Nope. Noch mehr Kleingeld. Noch mehr Schlüssel. Na, Skatol. Irgendwann mal, vielleicht. Noch ein rotes Herz. Und die letzte Runde. Okay, dann. Wow. Ein halbes rotes Herz. Okay, nope. Dann Boss Time. Schauen wir mal. So, bye Mom. So, das war Mom. Wir nehmen definitiv das Polaroid mit in unserer Situation, das optimale Trinket. 8-Ball, klar, warum nicht? Was kriegen wir? Tarotkarte ist Emperor. Teleportiert uns in den... Perfekt. Boss Room. Dann machen wir das doch direkt mal. Hallo Conquest. Hey. Heißt das, wir kriegen das White Pony? Hey. 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 Na los, stirb Conquest. Hey. Das war Conquest. Nichts davon wäre ein Damage Upgrade, also nein. Ist hier noch irgendwas Cooles? Augenlaser. Ehemaliger Augenlaser. Cent. Nö. Obwohl, generell doch ein nicht uninteressanter Raum. Was gibt's hier? Zwei Monstros. Korrigiere. Ein Monstro. Korrigiere, kein Monstro. Gut, genug rumgespickt. Also, Kommando nach unten. Yoink. White Pony ist ein aktives Item, das uns eigentlich nur fliegen lässt. Die Angriff- oder aktive Fähigkeit ist irgendwie ein bisschen Wurst. Whoop, Fail. All my Fail. Whoop, Lucky Toe. Ist auch ein Trinket. Truhe mit einer Trollbombe. Self-Sacrifice Room. Oh, das war unfair. Also, nochmal. Jetzt aber. Zweimal denselben Raum bekämpft. Und das schon zum zweiten Mal, glaube ich. Schau mal, was gibt's hier drin? Joink, joink.
und all my nope. Trotz allem, ein Spirit hat's Gewinn gemacht. Durch die simple Tatsache, dass wir nur beim Verlassen des Raums Leben bezahlen müssen. Na, wirst du wohl stillhalten. So, Mob Trap Room, Truhe? Na, kein Interesse. Solange es keine goldene Truhe ist, für uns irrelevant. Nein, ich will den nicht. Solange es keine goldene Truhe ist, ist es für uns irrelevant, weil nur in goldenen Truhen Items sein können. Oh, da komm, Herz. Schlüssel, sehr gut. Champion. Champion, große Guts. Was habe ich denn heute? Ich meinte eigentlich Tarotkarte. Und das ist der Hanged Man. Lässt uns eigentlich nur für einen Raum fliegen. Also können wir die auch eigentlich einfach jetzt benutzen. Und nichts passiert. Und das ist unser Boss. Hey! Dann kommt noch ein Cent und unser Boss ist It Lives. Hier stehen und vielleicht war es das dann auch mit Mom. Bei Mom. Und wir gehen in die Cathedral. Hallo Blue Baby. Das Fötus-Suizid-Kommando. Fötus-Suizid-Kommando. Ich frage mich ernsthaft, warum ich heute so einen extremen Laberfehler habe. You shall not live. Danke, Kamikaze fliegen. Gibt es hier noch mehr Föten? Das waren alle. Wir haben noch immer 5 Leben. Heißt, an und für sich geht es uns eigentlich ausgesprochen gut. Ja. Noch so einen komischen heiliges Blutegel-Bladings. Und ein Monstrum 2. Ja, das war Monstrum 2. Joink. Und dann prüfen wir mal hier oben. Ja, spielen wir ein oder zwei Runden, würde ich sagen. Nichts. Eine Bombe. Wieder nichts. Immer noch nichts. Ein Cent. Ein rotes Herz. Und noch 2 Cent. Also, hauen wir ab und checken mal hier oben. Okay, 4 Gishs, 3 Gishs, 2 Gishs, Fail. Versuchen wir das nochmal. 4 Gishs, 3 Gishs, 2 Gishs, 1 Gishs, kein Gishs. 5 Cent. Champion Gish. Bombe und ein Penny. Und das ist unser Boss. Hey! Angriff der der Bombenegel. Jetzt machen wir das nochmal. So. Hi Isaac. Hätte ja klappen können. Also versuchen wir das anders. Bringen wir erstmal unsere Fliegen rein. Oh. Na gut. Hatten wir nicht The Virus? War da nicht was? Ja, wir hatten The Virus. Und wir sind schon wieder im Schildmodus. Na, kriegen wir ihn? Kriegen wir ihn? Kriegen wir ihn? Whee! Dann auf in die Chest!
Hallo Chest. So. Ene Mene Miste. Okay, Guardian Angel ist ein Orbital, ist sogar ein sehr cooler Orbital. Rainbow Baby. Okay. Infestation. Gluttony. Wir müssen definitiv Gluttony als letztes killen. Mist. Das lief nicht ganz wie geplant. Aber willkommen, Spirit Hearts. Mr. Boom ist eine Spacebar-Bombe. Schnappen uns wieder Gabby's Paw. Vielleicht finden wir ein paar HP-Upgrades. Und zwei Girlie Juniors. Korrigiere. Ein Girlie Junior. Oder auch kein Girlie Junior. Was gibt's hier? Daddy Longlegs. Das war Daddy Longlegs. Eine Bombe. Hier. Pestilence und Famine. Oh, Famine. Und das war's soweit. The Poop! Müssten wir eigentlich mit in den Isaac-Fight nehmen. Machen wir auch, würde ich sagen. The Poop lässt uns einfach nur über Space ein Häufchen setzen. Ich glaube, das wird die letzte Aktion, die wir bringen. Champion Girlie. Gut, einmal. Und einmal. Joink. Famine und War. Mist, genau reingelaufen. Macht nichts. Dafür war es das jetzt auch mit War. Und zweimal Superlast. Einmal und... Na komm, halt still. Zweimal. So, was bist du denn, feines Tiersack? Okay, was bist du? Death. Also rein tendenziell... Secret Room dort. Nope. Okay. Schauen wir mal, was da oben ist. Drei Widows. Ausgesprochen interessant. Aber auch irgendwie irrelevant, weil... Widow tot. Maggie's Faith. Gibt uns nach Abschluss des Floors ein halbes Eternal Heart. Oh, das war Famine. Und... das war War. Zwei Monstro 2s. Mist. Na gut. Dann nochmal kurz zurück. Holen wir uns das Häufchen und dann Kampf gegen Isaac. Blue Baby meine ich. The Poop. Prepare the Poop. Rechts. Hallo, Blue Baby! Fail. Voll rein. Mist, ich hätte die Death-Karte benutzen sollen. Verfluchter Mist. Kommando zurück. Ich brauche Gabby's Paw. Irk. So much Irk. Gabby's Paw. Nutzen. The Poop. Wieder mitnehmen. Was wohl passiert, wenn ich jetzt noch Infestation mitnehme? Müsste ich dann nicht noch mehr Fliegen spawnen? Aber das werden wir gleich feststellen. Versuchen wir es nochmal. Also, rein. Go, schießen. Mist. Dann einmal schnell
eingegiftet. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Death-Karte. Und BÄM! So, dann, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Scheiß drauf. Gut. Dann würde ich sagen, hoffe ich, euch hat die Episode gefallen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal, ne? Also, wie immer von Barcade. Bye!